stronger than ever. Willkommen bei Behind the Scenes vom Stronger Than Ever Musikvideo. Man könnte sagen, mein erstes echtes Musikvideo. Und dementsprechend war ich natürlich auch aufgeregt. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist. Ich würde sagen, wir machen ein Stronger Than Ever und sind diese Schritte nach. Das ist hier der Service, der dazu gehört, der Schuhputz-Service. Drecksschuhe. Machen die mal sauber, Digga, was da los? Das Parkhotel 1970 war gerade deswegen so besonders, weil die Möbel da seit den 70ern stehen, was es nicht retro macht, sondern original. Guck mal, was ist sweet hier. Das auch für mich. Ja, das ist auch ganz für die Musikvideo-Drehs, ne? Premium-Content. Ohne die Mädels hätte der erste Drehtag nur halb so viel Spaß gemacht. Auch ohne diesen Cadillac. Fun Fact, der war am ersten Tag rosa und am zweiten Drehtag hatten wir einen cremefarbenen. Ich finde, man sieht den Unterschied im Video tatsächlich gar nicht. Könnt ihr ja mal sagen, was ihr davon haltet. Oh, beautiful. Wir sind hier schon bei Tag 2 des Drehs. Alles, was ihr bis hier gesehen habt, war Tag 1. Der Dobby ist auch hier. Der Dobby, der unterstützt mich. Koffervideos darf er auspacken. Mhm. Voll krank. Tag 2 haben wir komplett im Studio verbracht. Der zweite Drehtag war eigentlich gar nicht geplant, aber ich bin sehr froh, dass wir das gemacht haben, weil mir in der ersten Version einfach noch ein paar Bilder gefehlt haben und ich bin jetzt viel zufriedener mit dem Endergebnis. Auch wenn der Cadillac echt nur ganz knapp ins Studio gekommen ist, aber am Ende hat alles geklappt und wir haben den Cadillac vor die Leinwand bekommen, sodass wir noch ein paar coole Bilder shooten konnten. Hallo? Was ist das für eine geile Scheiße? Ihr wird schon vor. Denn wir haben Cadillac, mit dem wir drehen heute. Yes! Okay, ich bin jetzt Cadillac-Experte. Ich muss das jetzt nochmal wiedergeben. Also, 1959 wurden die gebaut, aber nur 1960 wurde ein Special One gebaut. Und das ist der hier. Der einzige Unterschied ist, dass hinten am Heck die Lichter anders sind. Genau, direkt unterm Flügel. Und der konnte schon abblenden 1960. Wusstet ihr das? Das so ein Abblendding. Boom. Absolut geil. Ich bin jetzt Cadillac-Expert, Oldtimer 1960. Wir haben es geschafft. Ich bin so happy und das ist wirklich ein großer Schritt für mich. Okay, das erste richtige Musikvideo, kann man ja schon so sagen. Guckt es euch auf jeden Fall an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Es würde mich wirklich sehr freuen. Und wenn ihr den Song streamt, würde mich natürlich auch freuen. Den gibt es auf allen nur erdenklichen Plattformen. Und ja, ich bin einfach dankbar, dass ihr mich auf dieser Reise begleitet und euch auch so ein Behind-the-Scenes-Video anguckt. Und natürlich danke an alle, die mitgearbeitet haben. Ich erinnere mich wirklich noch, als wäre es gestern, als dieser Song im Studio entstanden ist mit Curly und Nessie und Thomas und wenn nicht sonst noch alles dazugekommen ist. Es ist nur ein Anfang einer neuen Reise und es freut mich, dass ihr dabei seid. Oh. I die.